So, da ich ja gestern nicht genug Geld dabei hatte, musste ich heute nochmal wiederkommen. Gestern habe ich diese beiden Sorten gekauft und habe die auch schon reviewed. Und die hier werde ich heute für euch reviewen. Ich möchte euch aber trotzdem kurz zeigen, dass ich die anderen beiden gekauft habe und die Reviews sozusagen nicht mehr, also ihr nicht mehr lange auf die Reviews warten müsst. Ups. Das ist übrigens von IKEA diese kleine Kuchentragetasche. Das Top Strawberry Swirl. Dazu gibt es dann aber eine Review. Und das hier kennt ihr ja schon von meinem Kanal. One Love. Ach, sieht so schön aus. So, und jetzt wird das Ganze eingepackt ins Eisfach und ich widme mich dieser schönen Eiscreme. Bis gleich! So, in meinem letzten Video habe ich mich ja wirklich eher lang gefasst. Ich hoffe, das wird jetzt dieses Mal nicht so eine lange Angelegenheit. Schreibt auch bitte mal drunter, ob ihr das so lang oder kürzer besser findet. Jetzt ist es auf jeden Fall Zeit für diese Sorte, Top Salted Caramel Brownie. Und ich war ja gestern ein bisschen enttäuscht, weil ich überhaupt keine Karamellsoße in dem anderen Eis gefunden habe. Und deswegen bin ich jetzt umso gespannter, weil ich schon gehört habe, dass die Karamellsoße hier drin eigentlich zuhauf vorhanden sein soll. Und ich hoffe, dass es bei meinem auch so ist. Es variiert ja auch immer so ein bisschen. Und diese Vanille-Eiscreme, die hier drin ist, soll wohl auch sehr, sehr besonders schmecken und sehr salzig. Also hat wahrscheinlich was angenommen von dem Salz, von dem Karamellstrudel. Und ich bin auch gespannt, ob das Topping das gleiche ist. Und ihr seht schon, wir haben Vanille-Eiscreme, einen salzigen Karamellstrudel, Brownies, also die Brownies aus Chocolate Fudge Brownie nehme ich an, Schokoladenchunks und ein löffelbares Topping. Und das Design ist ziemlich genau das gleiche wie auch bei dem anderen Becher, von dem, was ich gestern reviewed habe. Nur, dass wir eben hier Vanille-Eiscreme haben und statt den Cookie-Dough-Stückchen Brownie-Stückchen und Salzkaramell statt Karamellsoße. Hier seht ihr das auch nochmal, das Salzkaramell. Und ja, mir ist übrigens aufgefallen, das Fairtrade-Zeichen ist hier oben jetzt auch drauf und irgendwie größer. Wir haben 420 Gramm, nicht 421, 470 Milliliter leider wieder nur. Es wird also wirklich teurer, so im Vergleich. Und wir haben wieder richtig hohe Nährwerte auf 100 Gramm, 301 Kalorien, 18 Gramm Fett, 30 Gramm Kohlenhydrate, 4,2 Gramm Eiweiß. Also hier ist ein bisschen mehr Eiweiß drin. Und hier ist der Spruch, den lese ich euch jetzt mal vor. Hold on to your spoons as a journey through the many layers that make Ben & Jerry's well Ben & Jerry's. Also sozusagen haltet euren Löffel fest, wenn ihr durch, oder halte deinen Löffel fest, wenn du durch die vielen Schichten von Ben & Jerry's reißt, die Ben & Jerry's zu Ben & Jerry's machen. This Fairtrade Certified Concoction has been made using dairy from family farms, brownies from New York's Amazing Greystone Bakery and Fairtrade chocolatey chunks and swirls, all topped with an extra layer of love of the soft chocolatey topping kind. Enjoy. Also, diese Fairtrade-zertifizierte Verführung wurde gemacht aus ja, Milchprodukten von unseren Familienfarms. Habe ich ja gestern irgendwie schon mich drüber gewundert. Brownies aus der New Yorker Greystone Bakery, aus der Amazing, also super tollen Greystone Bakery. Und Fairtrade-Schokoladenstückchen und Strudeln. Und das alles wird noch getoppt mit einer extra Schicht von Liebe. Also da ist natürlich die Schokoschicht gemeint. Von der weichen, schokoladigen Topping-Sorte. Genießt oder ja, habt Spaß damit, wie auch immer. Enjoy. Und ja, das machen wir jetzt. Und so viel dazu. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt. Design finde ich von oben richtig geil. Von der Seite geht's so. Und jetzt mache ich es auf. 6,50 Euro mal wieder im Späti. Ich habe alle neuen Sorten im Späti gekauft, weil es die im normalen Supermarkt noch nicht gibt. Aber werden sicherlich bald kommen. Ha, wieder wie gestern. Vergesse ich fast, hier rauf zu schauen. Machen wir auch wieder vorher. Okay, wir haben jetzt Vanille-Eiscreme mit gesalzter Karamellsoße 11%. Das ist 1% mehr als das andere gestern. Schokogebäckstückchen 3%, genauso viel wie gestern. Fettglasur, kakaohaltige Fettglasurstückchen 3%, auch wie gestern. Und Schokosoßentopping 9%. Ja, sonst ist alles wie gestern, oder? Hatten wir gestern 10% Schokosoßentopping? Ja, wir waren auch bei 26% Einlage, glaube ich. Na, mal gucken.
Schaut mal nach, wenn ihr es wissen wollt. Oder ihr wisst es noch, dann kommentiert es mal. Ich habe jetzt keine Zeit, weil ich will probieren. Und es sieht wieder aus wie gestern. Gestern war auch hier an der Seite sowas hochgeswirlt von der Eiscreme. Und ihr seht hier, das wirklich nimmt die Farbe jetzt richtig gut an. Also genau wie ihr es hier seht, ist die Farbe auch von dem Schokotopping. Und die Bits sind auch wieder wie gestern. Die sind einfach nur so draufgeworfen. Und ja, ich probiere das Topping mit euch, aber es sieht wirklich genauso aus wie gestern. Und ich vermute, das ist das Gleiche. So, Foto ist gemacht und jetzt wird probiert. Wie gestern. Okay, jetzt sieht man richtig den Unterschied zwischen Topping und Eiscreme. Ich habe hier gerade nicht so eine dicke Schicht erwischt. Es gibt ja immer so dickere und dünnere Stellen. Und unten drunter seht ihr auf jeden Fall schon Vanille-Eiscreme. Oh Gott, und ich bin glücklich, seht ihr? Da sieht man sogar schon Karamellsoße. Also wenn man schon beim ersten Löffel Karamellsoße sieht, kann ich, glaube ich, hoffen, dass es auch im ganzen Becher mehr Karamell wird. Hier ist jetzt das Topping. So sieht's aus. Ja, das schmeckt genauso lecker. Haselnussig, eiskonfektig, wie auch immer. Ich kann mich da noch nicht so ganz entscheiden, woran mich das erinnert. Auf jeden Fall an Süßigkeiten irgendwie. Und mit diesem Haselnussgeschmack drin von Ferrero irgendwie. Und ja, sehr, sehr lecker. Liebe ich. Jetzt diese Eiscreme, die hier hochpoppt, ploppt. Ich glaube, ich nehme was von hier unten und ich sehe schon, wahrscheinlich wird wirklich die ganze Karamell, die ganze Eiscreme so ein bisschen salzig schmecken, weil der Strudel da überall mit dabei ist. Also ich kann jetzt gar nicht nur Eiscreme nehmen, da ist irgendwie zwangsläufig ein bisschen Karamell dabei. Wow, das ist richtige Vanille-Eiscreme. Ich habe noch gar nicht so viel Karamell geschmeckt, sondern wirklich ziemlich intensives Vanille-Aroma. Bin ich gar nicht so gewohnt von Ben & Jerry's. Aber ich hatte gestern ja auch erst den Eindruck, dass es eine andere Eiscreme ist und dann war es doch die Chocolate Fudge Brownie Eiscreme. Jetzt bilde ich mir wieder ein, dass es eine andere Vanille-Eiscreme ist und wenn ich weiter esse und das Topping da weg ist, dann bin ich wahrscheinlich wieder der Meinung, dass es doch die normale ist. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, wenn ich weiter gelöffelt habe. Ich zeige euch dann mal, wie es weiter unten aussieht und wie sich das so mit der Soße verhält und natürlich den Brownie-Stückchen, weil die müssen ja noch kommen. Davon sehen wir noch nichts. Aber vom Topping her ist es genau das gleiche wie bei der gestern. Und ja, diese Stückchen habe ich jetzt auch ein bisschen vernachlässigt, weil das sind halt die gleichen, die jetzt in jeder Sorte eigentlich drin sind, weil die sind ja in One Love auch drin. Ihr seht das mal ganz schön. Das sind diese Unzeichen, die so ein bisschen für dieses One Love, One Sweet World von Ben & Jerry's stehen, was ich gut finde. Richtig leckere Zartbitterschokolade einfach. Ich habe hier nochmal kurz die Website für euch. Das Eis gestern, das mit dem Cookie Dough Stückchen und der Schokoladeneiscreme, hatte Chunkapalooza, also ja 8 bzw. 9 von 10 würde ich sagen, ein Stückchen Gehalt und hier sind es aber nur Chunkworthy. Mal schauen, ich meine gestern waren schon wenige Stückchen, wenn heute noch weniger drin sein sollen. Bisher noch relativ unspektakulär, aber total lecker. Also diese Mischung aus der Vanille-Eiscreme, die wirklich sehr, 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 sehr gut schmeckt. Und dem Schokotopping ist wirklich richtig gut. Und ganz leicht ist hier auch Karamellsoße, aber bisher nur so kleine Spuren davon. Mal schauen.
sollen ja auch nur 3% sein. Mm. Boah, also diese Vanille-Eiscreme ist echt gut. Ich mag ja eigentlich die Vanille-Eismasse nicht so gern von Ben & Jerry's, dachte ich. Ich glaube, ich muss meine Meinung da ein bisschen ändern. Ist auf jeden Fall wieder mega sahnig und ich glaube, die Sorte hat auch am meisten Fett von den neuen Sorten. So, ich esse jetzt mal weiter. Hier habt ihr mal kurz dieses Toppingstück, was mir hier so halb vom Löffel rutscht. So lecker. Hier seht ihr mal, dass an der Seite dieses Schokotopping auch mal runterläuft. Und da kommt wieder so ein Stückchen von Schokolade. Boah, schaut mal, hier ist richtig viel Topping, was an der Seite runterläuft. Und ich finde das Topping immer noch das allerbeste an den neuen Sorten bisher. Zumindest was jetzt die dunklen angeht. Und boah, es ist einfach mal hier an der Seite überall. Also hier sehe ich jetzt definitiv die Soße, ihr könnt sie ja auch sehen. Vielleicht war die auch wirklich einfach so verswirlt, wie auch hier in dem Schokoeis und deswegen habe ich sie tatsächlich nicht gesehen. Also ich bin mir mittlerweile todsicher, dass das so war. Und dass die Eiscreme deswegen einfach viel süßer geschmeckt hat. Und diesen leichten anderen Beigeschmack hatte, den ich erst nicht so identifizieren konnte. Aber das jetzt alles noch zum letzten Eis. Das Eis hier schmeckt auf jeden Fall richtig gut, weil überall diese Salzkaramellsoße mit drin ist und dadurch das ganze Eis halt so eine leichte Salznote hat. Und das macht, glaube ich, auch diese Vanille-Eiscreme so besonders für mich gerade. Ist echt gut. Und der Kontrast ist natürlich auch schön. Das muss ich euch jetzt doch nochmal zeigen. Da kommt der erste Brownie. Also der ist definitiv auch kleiner, als man es jetzt aus Chocolate Fudge Brownie kennt. Da sind ja teilweise wirklich 2 Euro Stück große Brownie-Stückchen drin. Aber es ist ein Brownie. Und es ist ein Ben & Jerry's Brownie. Schmeckt genau wie bekannt. Sehr, sehr, sehr lecker. Mich erinnert das Eis hier gerade ein bisschen an Vanilla Pecan Blondie. Könnt ihr euch die Review ja gerne auch nochmal zu anschauen. Weil das ist ja auch Vanille-Eiscreme, das hat dann aber, glaube ich, so Pekannüsse drin. Und Blondie-Brownies und gesalzene Karamell-Swirl. Aber es erinnert mich trotzdem dran, weil hier ist halt auch so diese Vanille-Eiscreme und der gesalzene Karamell-Swirl. Das ist es eben, was mich so daran erinnert. Und statt den Blondies hat man Brownies und statt den Nüssen Schokolade. Und ich mag Nüsse nicht so sehr. Und die Blondies mag ich auf jeden Fall von Ben & Jerry's, aber ich mag die Brownies noch ein bisschen mehr. Und deswegen ist das eigentlich ja ein gutes, besseres Vanilla Pecan Blondie plus dieses geile Topping. Ich bin gerade relativ begeistert, auch wenn ich finde, dass zu wenig Brownies drin sind. Aber ja, es gibt hier immer irgendwas zu meckern. Auf jeden Fall finde ich es gerade sehr, sehr, sehr lecker. Ah, schaut mal, ihr seht hier ein bisschen, wie mein Löffel leuchtet. Aber eigentlich wollte ich euch zeigen, dass hier jetzt ein paar Brownies kommen, nämlich da unten, da und da. Das sind alles Brownies, die sind eben alle etwas kleiner, wie auch schon gestern die Stückchen alle etwas kleiner waren, aber sie kommen. Oh Gott, ich möchte das Eis eigentlich einfach nur noch genießen, aber ich muss euch einfach mitteilen, weil ich gerade so begeistert bin. Es ist so lecker, diese Kombi aus dem gesalzenen Karamellstrudel und der Vanille-Eiscreme. Ich hätte echt nicht gedacht, dass mir das so gut schmeckt. Ich liebe Schoko-Eiscreme auch total, aber die Kombi hier ist gerade einfach genial. Generell werde ich Schoko auch weiterhin mehr mögen. Generell Schokoladeneiscreme meine ich, jetzt nicht die Schokosorte hiervon. Aber hier ist diese Vanille-Eiscreme echt richtig gut mit dem Karamellstrudel. Wir haben übrigens 23% Rahm. Und Vanilleextrakt. Wir haben auch Vanillearoma. Zumindest gerade irgendwo gedacht, gelesen zu haben. Ja, da steht es. Natürliches Vanillearoma. Also es soll natürlich schmecken. Und wir haben aber auch Vanille nach Fairtrade-Standards gehandelt. Also es ist wirklich viel Vanille drin. Ich gebe es einfach auf, das Video wird sowieso wieder so lange. Hier ist ein großes Brownie-Stückchen. Seht ihr das? Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Also sind doch nicht nur kleine drin. Und das Brownie-Stückchen ist so lecker.
Dieses Eis ist wirklich ein Traum von Vanille. So lecker. Hier sind auf jeden Fall auch mehr Stückchen drin als in der Schokosorte, wo angeblich mehr Stückchen drin sein sollen. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich auch wirklich immer produktions- und chargenabhängig, aber das Eis ist toll. Ich bin jetzt mal bei meinem Fazit und wollte eigentlich gerade sagen, dass ich wieder fand, dass zu wenig Brownie-Stückchen drin sind. Und im Verhältnis zu den Schokostückchen sind auf jeden Fall auch wieder weniger Brownie-Stückchen drin. Aber irgendwie, es ist halt trotzdem, es sind ja trotzdem viele Stückchen drin und mit dem Topping ist es sehr viel an Einlage und es ist ja trotzdem noch ein Eis und kein Schokoladen-irgendwas-Topf, Schokoladen- und Kuchentopf. Deswegen darf ich da mal jetzt nicht zu kritisch sein, auch bei dem gestern, und sag mal einfach, dass ich beide Sorten sehr gerne mag. Die hier gerade ein bisschen favorisiere, weil ich sehr überrascht bin von der Vanille-Eiscreme, von der ich mir echt nicht so viel erwartet habe. Die ist richtig gut.